akzeptieren. Kapitel 18. Outlaws. Lieber Francis, die Briefe, die ich dir in den letzten Jahren geschrieben habe, könnten ein ganzes Buch füllen. Aber nur du weißt, was meine Worte in diesen Briefen besagen. Anders ist es mit dem Buch, das ich geschrieben habe. Es hat seinen Weg in die Klöster von England gefunden und sogar darüber hinaus. Wegen meines Buches werde ich wohl mit Bischof Henry sprechen müssen. Aber das ist nicht das Einzige, was mich heute Nacht wach hält. Hinter einer Mauer in unserer Krypta hat Jack eine verborgene Kammer entdeckt. Wir wissen nicht, wer sie geschaffen hat. Aber es scheint so, dass Prior James sich dort versteckt hat, nachdem er angeblich ertrunken war. Das heißt, dass er noch lebte, als wir uns an Neujahr in Kingsbridge trafen. Dem Tag seiner Beisetzung. Und Jack sagte mir, er habe in der Nacht, als die Kirche abbrannte, einen Mann darin gesehen. War das James? Und wenn ja, ist er in jener Nacht in der Kirche verbrannt? Der Staubsturm und die Dürre fordern ihren Tribut von uns allen. Dank unserer Stadtmauer sind wir sicher vor dem Grafen und den Outlaws. Wir hören von Überfällen in der Umgebung. Wir glauben, dass William Hamleys Männer die Angreifer waren. Wir haben genug Vorräte, um noch ein paar Wochen auszuhalten. Aber das Leben ist zum Stillstand gekommen. Martha glaubt, es wird bald Regen geben. Dass der Sturm nur ein Vorbote des Regens ist. Ich hoffe, sie hat recht. Jonathan sorgt sich wegen meines Buches. Die göttliche Seele. In Winchester hat er gehört, dass Bischof Henry nicht erbaut war von dem, was ich geschrieben habe. Ich bin nicht so naiv zu tun, als wüsste ich nicht warum. Ich schrieb, dass die Hoffnung göttlich sei. Und da Gott uns alle geschaffen habe, seien Hoffnung und Heil nur in uns selbst zu finden. Henry verkauft Hoffnung. Und ich gebe sie ihnen kostenlos. Wenn die Kirche mich auffordern sollte, meine Position klarzustellen, werde ich das natürlich tun. Aber ich spüre, dass ich den Menschen in diesen schrecklichen Zeiten geben muss, was sie brauchen. Und wie könnte ich etwas anderes schreiben, wenn es das ist, was ich wirklich glaube? Es muss weit nach Mitternacht sein. Jetzt, da ich dir schreibe, sollte ich aufrichtig sein. Denn etwas liegt mir auf der Seele. Jack hat erzählt, er sei in der Nacht des Brandes an der Kathedrale gewesen. Und etwas sagt mir, dass er dafür verantwortlich war. Er sagte es nicht laut, aber da war etwas in seinen Augen. Ich konnte die Wahrheit sehen. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich glaube, Tom wusste es auch nicht. Mein Gott, rettet euch! Den Heiligen, wir müssen den Heiligen Adolphus retten. Feuer, das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus, der Heilige, wir müssen ihn retten. Nein, nein, geh nicht! Und so schrecklich es klingen mag, ich kann Jack in meinem Herzen nicht einfach vergeben.
Vielleicht, weil dieses Geständnis so spät kommt. Und von einem Mann, dem ich Vertrauen geschenkt habe. Das ist die Wahrheit. Ich sollte an die frische Luft gehen, Francis. Der Sturm hat sich gelegt. Ich habe meine Predigten niedergeschrieben. Sie wurden zu einem Buch. Sollte ich nicht schreiben, was ich glaube? Kopien meines Buches. Habe eine Henry zum Geschenk gemacht. Jetzt droht er mir. Ich kenne sie auswendig. Jonathan bestand darauf, sie aufzubewahren. Ich will nicht in meinen eigenen Schriften schwelgen. Jack arbeitet noch. Wie immer. Hier liegen sie alle und warten. Teure Freunde, die vor mir gegangen sind. Meine Zeit kommt, werde ich sie wiedersehen. Wenn James beim Brand umgekommen ist, was ist mit seinen sterblichen Überresten? Er wurde nie christlich bestattet. Und das ist Jacks Schuld. Ah, er liegt in der Kathedrale, das ist doch schon sehr christlich. Eine prachtvolle Kathedrale. Aber ich wäre mit der alten mehr als zufrieden gewesen, wäre sie nicht abgebrannt. Hallo? Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Jack hat sich selbst übertroffen. Ach, du meine Güte, die klauen alles. England hat nie eine Kathedrale wie diese gesehen. Die Tür steht offen. Die Tür sollte nicht offen stehen, da stimmt was nicht. Das kam aus der Küche. Oh, ihr seid es. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wart ihr das? Nein, aber ich habe es auch gehört. Vielleicht ist Aliena zurückgekommen. Nein, sie schläft. Sie ist schon vor ein paar Stunden angekommen. Verdammt! Jack! Entschuldigung, da ist jemand in der Küche. Ja, ich glaube, du hast recht. Bleibt hinter mir. Ich gehe voraus. Sie wollen vermutlich nur was essen. Ich rede mit ihnen. Gut. Sie sind gezwungen zu stehlen. Schreckliche Zeiten. Wie verzweifelt sie sein müssen. Bitte. Hört mir zu. Oh. Wir wollen euch nichts Böses. Philipp, seid vorsichtig! Verdammt! Philipp, werft mir einen Stein zu! Fuck! Versorgt.
Bitte. Hört mir zu. Ich kann auch einfach Dauer klicken. Oh. Wir wollen euch nichts Böses. Philipp, seid vorsichtig! Verdammt! Philipp, werft mir einen Stein zu! Ah! Jack, nein! Ich kenne ihn. Bruder Markus. Ach. Bruder Markus? Er hatte Cuthberts Schlüssel genommen, um Essen zu stehlen. Hier, aus der Küche. Ich habe es Remigius berichtet. Markus lief weg. Wir haben ihn nie mehr gesehen. Sieht so aus, als wäre er wieder da. Ihr wolltet nicht, dass sowas geschieht. Nein, aber... Was ist mit ihm? Keine Angst. Ah! Warum hast du das getan? Ich hole die anderen. Nein! Was? Es ist nur ein Kind. Nur ein Kind? Jack hatte ihm vergeben. Einfach so. Und ich kann ihm auch vergeben. Denn er war selbst nicht mehr, als er in Kingsbridge ankam. Nur ein Kind. Wie kann ich diesen Mann dafür verurteilen, dass er seine Tat nicht gestanden hat? Ich habe seiner Frau Aliena nie gesagt, dass ich an ihrem Schicksal schuld war. Und an dem ihres Vaters. Selbst in dieser Nacht, als wir uns alle trafen, verschwieg ich es ihr weiter. Die Mauern von Kingsbridge waren nicht mehr genug. Die Outlaws hatten einen Weg hineingefunden. Wir waren in unserem eigenen Heim nicht mehr sicher. So weit ist es also gekommen. Kingsbridge wird angegriffen. Warum hat Onkel Richard sie nicht weggejagt? Ja, genau. Warum? Aber, nicht gleich übertreiben. Das ist doch keine Belagerung. Es waren nur zwei. Einer davon ein Kind. Aber sie hätten dich fast getötet. Beruhige die anderen, Richard, beschuldige die Politik, beschuldige die Tore. Sie haben doch nur etwas zu essen gesucht. Sie wollten nichts Böses. Es ist die Dürre. Die Felder sind ganz vertrocknet. Sie brauchen irgendwas zu essen. Verzweifelt oder nicht, sie sind nur die Vorhut einer ganzen Invasion. Hätten wir einen richtigen Grafen, würde jetzt niemand hungern. Es ist leicht, einem verzweifelten Kind die Schuld zu geben. Zu vergeben ist viel schwerer. Das ist wahr. Aber vergeben müssen wir. Kannst du das? Vergeben, meine ich. Das habe ich schon. William Hamley ist der wahre Grund. Er ist schuld. So einfach ist das. Naja, lange wird William nicht mehr Graf bleiben. Der Vertrag von Wallingford wurde endlich unterzeichnet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge sich ändern. Was für ein Vertrag? Ganz Winchester ist deswegen in heller Aufregung. König Stefan und Mathilde haben ein Abkommen geschlossen. Mathildes Sohn, Herzog Henry, wird zum nächsten König gekrönt. Aber Stefan wird weiter regieren, solange er lebt. Dabei wurde auch geregelt, dass alle Länder den früheren Besitzern aus König Heinrichs Zeiten zurückgegeben werden. Die Grafschaft wird wieder uns gehören. Das wird nicht geschehen. Und warum zur Hölle nicht? Zur Hölle! Das will ich nicht gehört haben. Niemand wird versuchen, das durchzusetzen, ehe Stefan tot ist.
Niemand mit wirklicher Macht jedenfalls. Und was machen wir nun? Den Outlaws was essen. Verteidige die Outlaws. Bitte sie stark zu bleiben. Bitte den neuen König um Hilfe. Wenn sie Hunger haben, können wir ihnen nicht etwas zu essen geben? Ich gebe was ab. Das sollten und das werden wir. Aber es sind zu viele, um sie alle zu ernähren. Wir müssen etwas tun. Ich kann jedenfalls nicht herumsitzen und warten, bis Stefan an Altersschwäche stirbt. Der Vertrag von Wallingford ist in Kraft. Ich werde nicht nochmal 17 Jahre warten. Nicht, wenn ich so kurz davor stehe, das Versprechen einzulösen, das ich meinem Vater gegeben habe. Du hast recht, aber es war nicht William Hamley, der uns gestern überfallen hat. Wir müssen uns über die Outlaws Gedanken machen. Also, was machen wir jetzt? Schanze, zeige Mitgefühl, verteidige die Outlaws. Setz die Outlaws gegen William ein. Ha! Wisst ihr, damit könnten wir all unsere Probleme auf einen Streich lösen. Wir könnten gegen die Outlaws kämpfen oder sie für uns kämpfen lassen. Für dich kämpfen? Genau. Wir könnten sie gegen William Hamley einsetzen. Und während sie einander bekriegen, könnten wir einen Überraschungsangriff planen. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Was ist mit seiner Mutter? Es heißt, dass Hamley auf sie noch hört, dass sie in Earls Castle immer noch mitredet. Ja, sag seiner Mutter. Wenn wir mit Regan Hamley sprechen, können wir vielleicht einen Ruf zu den Waffen vermeiden. Das ist aussichtslos. Wir müssen sie angreifen und die Burg unseres Vaters zurückerobern. Selbst wenn das hieße, Schulter an Schulter mit Outlaws zu kämpfen. Mir gefällt beides nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Also, was denkt ihr, Aliena? Oh, super. Ich werde mit Ring Hamley verhandeln. Ich werde mit den Outlaws reden. Ich werde mit Regan Hamley verhandeln. Ich gehe nach Earl's Castle. Allein. Ist das dein Ernst, Ellie? Regan Hamley steht mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht ist sie wirklich bereit zu verhandeln. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich reite mit dir. Kommt nicht in Frage. Nicht mit diesem Bein. Deine Mutter hat recht. Außerdem, wenn wir alle bei ihnen auftauchen, könnten sie sich bedroht fühlen. Die ersten Outlaws sind bis nach Kingsbridge vorgedrungen. Dein ehemaliger Novize Markus war einer der Outlaws. Du hast eine Chance, Shiring zurückzuerobern und den Schwur zu erfüllen. Kurze Kapitel. Schade.